Der heutige Tag wird in die Geschichte eingehen. Die Geschichte vom Ende der Freiheit jedes Einzelnen. Was ich selbst immer für sehr unwahrscheinlich gehalten habe, wird nun offenbar doch Wirklichkeit: der digitale Euro. Der wurde nämlich mehr oder weniger von der EU-Kommission beschlossen. Ja, habt richtig gehört, beschlossen. Sowas wie Demokratie kennen die ja nicht, ob wir jetzt einen digitalen Euro haben wollen oder nicht. Da werden wir natürlich nicht befragt. Aber Leute, das wird ganz schön bitter. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Und die Jungs im Politbüro in Brüssel wissen gar nicht, was sie damit anrichten. Aber kommen wir erstmal zum digitalen Euro selbst und warum der digitale Euro das Ende der Freiheit jedes Einzelnen bedeutet. Neben dieser Freiheitsgeschichte gibt es natürlich noch einige andere gravierende Probleme. Also erstens ist es so, wenn wir nur noch digital bezahlen, hat der Staat komplette Kontrolle über unser Geld. Er kann Bargeldobergrenzen festlegen, er kann festlegen, wie viel Geld du selbst besitzt, er kann festlegen, wofür du dein Geld ausgibst, er kann bei, wenn man mal wieder eine Ausgangssperre hat und so weiter, festlegen, dass du keine Fahrkarte nach Köln kaufen kannst oder irgendwo anders hin. All das kann der Staat machen, wenn man einen digitalen Euro hat. Das Wichtigste oder ein anderer wichtiger Punkt ist übrigens auch, dass man dir das Geld auch wegnehmen kann. Wenn du dich nicht benimmst oder sonstige Dinge tust, zum Beispiel falsch parkst und so weiter, wird automatisch alles von deinem digitalen Euro-Konto einfach so abgebucht. Und wenn du dich vielleicht ganz daneben benimmst, im Sinne der staatlichen politischen Korrektness, kann man dir auch für ein paar Tage die Knete ganz sperren. Das sind doch wirklich neue, schöne, feuchte Träume einer Überwachungspolitik, die wir uns so bisher nicht vorgestellt haben. Es ist auch völlig unbegreiflich, dass die Qualitätspresse diese Nachteile des digitalen Euro überhaupt nicht in den Fokus nimmt, ja? Dass unsere Freiheit damit in akuter Gefahr ist, wird irgendwie völlig negiert. Bargeld ist Freiheit. Das ist das Einzige, was er wissen muss. Und ich fordere euch auf, solange dieses Bargeld noch existiert, nutzt es bitte, nutzt es. Ich kenne viele Leute, die Bargeldfreunde sind und trotzdem mit Kreditkarte zahlen. Das fördert den Untergang des Bargelds. Aber zurück zum digitalen Euro. Der digitale Euro ist ein Ding, das Schritt für Schritt, Punkt für Punkt komplett kontrolliert werden kann. Wenn ich als Notenbank einen digitalen Euro herausgebe, sehe ich genau, wer ihn in dieser Sekunde besitzt und an wen er in der nächsten Sekunde weitergegeben wird. Das ist das Gefährliche am digitalen Euro. Der Staat hat völlige Kontrolle über seine Untertanen. Das müsst ihr euch einprägen. Deshalb müssen wir das mit allen Mitteln verhindern. Der digitale Euro ist der Untergang der Freiheit jedes Einzelnen. Und je nachdem, wer gerade an der Regierung ist, kann er dir vorschreiben, dass du zum Beispiel nur noch 10 Gramm Fleisch am Tag kaufen kannst oder ein Fleischbudget hast, ein CO2-Budget oder was auch immer. Wir gehen ja in Richtung Planwirtschaft, dass du damit zum Beispiel keinen Verbrenner mehr kaufen kannst. Auch nicht privat mehr machen kannst, was du willst. Es wird alles, alles, alles bis auf den letzten Cent, ja, kontrolliert. Und da ist gerade auch mein Licht ausgegangen. Gut, das macht ja nichts, wenn die Freiheit in Gefahr ist. Können wir auch so weitermachen. Aber ganz, ganz wichtig ist, was noch alles droht. Ja, also wenn wir beispielsweise Negativzinsen haben, dann können die von der EZB dir einfach die Knete vom Konto abbuchen. Die sagen jetzt einfach, ja, wir haben Negativzinsen und ab 1000 Euro oder 500 Euro oder überhaupt für dein ganzes Guthaben ziehen wir dir jetzt einfach Geld ab. Negativzinsen kennt ihr ja alle. Das ist zum Beispiel etwas, was es bei Bargeld niemals geben würde. Und das ist genau das, was sie verhindern wollen, ja. Also wenn ich meinen 100-Euro-Schein in der Tasche habe, da können die Negativzinsen so hochschrauben, wie sie wollen. Das macht mir ja nichts aus, weil mein Bargeld bleibt ja gleich. Aber wenn ich einen digitalen Euro habe, dann haben Sie vollen Zugriff
auf deine Knete, können sie dir wegnehmen, können sie mindern, können sie machen, was sie wollen, können sie vorschreiben, wofür du es ausgibst und wie gesagt, können bestimmte Budgets festschreiben, für die du nur so und so viel Knete ausgeben darfst. Also damit ist der Untergang der Freiheit, also und auch der Überwachungsdiktatur wirklich Tür und Tor geöffnet und das ist genau das, was das Politbüro in Brüssel will. Sie will unsere Freiheit beschneiden. Sie will unsere Freiheit wegnehmen. Sie will uns gängeln. Sie will uns drangsalieren, schikanieren, abkassieren. Wer will denn den digitalen Euro? Können Sie doch mal eine Umfrage machen. Wir können doch eine Volksabstimmung darüber machen, ob wir einen digitalen Euro wollen oder nicht. Nein, er wird uns aufgedrängt von oben. Und jetzt kommt aber noch ein ganz, ganz anderer großer Nachteil zu diesem Thema. Übrigens auch ein Artikel bei MNews. Ich verlinke ihn euch. Das ist, das zeige ich euch mal gerade, einfach nur, weil es eben so wichtig ist. Also da steht, EU-Kommission will digitalen Euro einführen. Und das hat das Handelsblatt nämlich rausgekriegt heute. Der digitale Euro soll gesetzliches Zahlungsmittel in Europa werden, sieht ein Gesetzentwurf der EU-Kommission vor, über den das Handelsblatt am Freitag berichtet. Bargeld allein könne die Wirtschaft der EU, der digitalen Ära, nicht unterstützen, heißt es zur Begründung. Das ist natürlich völlig aus der hohlen Hand, also völlig blödsinnig irgendwie, Bargeld allein. Bargeld ist wichtig, Bargeld braucht jeder. Bargeld ist das Schmiermittel der Wirtschaft, aber das sehen die offensichtlich nicht so. Es ist ein vorgeblicher Vorwand, um das Bargeld abzuschaffen und den digitalen Euro einzuführen. Und dann heißt es hier noch an anderer Stelle, ohne digitalen Euro, argumentiert die Kommission, würden sich die Digitalwährungen anderer Staaten und private Kryptowährungen in Europa ausbreiten und die Rolle des Euro zurückdrängen. Da steht's. Also wie gesagt, ich habe euch diesen Artikel hier schon verlinkt. Der wird also im Handelsblatt am Freitag erscheint es ganz, ganz groß. Also das ist ein historischer Moment und alles Lüge, alles Wahnsinn. Diese Begründungen sind einfach nicht ernst zu nehmen. Wie gesagt, der Link zu dieser Vorabmeldung gleich unter diesem Artikel. Und mir fehlen die Worte, das zu kommentieren, was hier abgeht. Ich meine, wir haben es ja immer schon befürchtet. Ich hielt es erst für eine Verschwörungstheorie, aber jetzt wird es Wirklichkeit und die Frage ist nur noch, wann der digitale Euro eingeführt wird mit all seinen Konsequenzen. Einen Punkt haben die sehr kompetenten Herren im Politbüro in Brüssel allerdings nicht bedacht, denn die Versorgung mit Bargeld ist ja aktuell durch die Banken garantiert und das bedeutet eben, dass die Banken eigentlich ein wichtiger Punkt sind im Geldsystem und wenn nun der digitale Euro eingeführt wird und die Leute sich die Knete über digitalen Euro gleich bei der EZB holen können, dann ziehen sie natürlich das Geld von den Banken ab. Ja, ich meine, einige werden das Spiel ja mitmachen, ich nicht. Ich werde dagegen kämpfen bis zur letzten Patrone. Aber wenn der digitale Euro kommt und die Leute mit entsprechenden medialer Orchestrierung im Spiegel, in der Qualitätspresse und natürlich auch bei ARD und ZDF ihnen die Vorteile des digitalen Euro gepriesen werden, dann müssen sie ja ihr Geld von den Banken abholen. Und da sage ich euch, Leute als Geldsystemkenner und Banksystemkenner, das geht gar nicht. Da gehen nämlich die Banken pleite. Es gibt schon erste Berechnungen und auch der Bankenverband warnt, um Gottes Willen, wenn ihr den digitalen Euro einführt, dann ziehen die bei uns das Geld ab und dann gehen wir alle pleite. Ihr wisst ja, dass die Banken nur einen kleinen Teil an Bargeld in Reserve haben, dass sie überhaupt auszahlen können. Und wenn das zu viele machen, wenn zu viele Leute ihr Geld abholen, dann gehen diese Banken pleite. Und es gibt wohl schon Untersuchungen, dass insbesondere auch Sparkassen und kleinere Banken wohl größere Probleme haben, wenn der digitale Euro eingeführt wird. Also das ist eine Revolution im Geldsystem und im Bankensystem und das Bankensystem könnte dann kollabieren. Das ist die einzige Hoffnung, dass es vielleicht dann doch nicht tun mit dem digitalen Euro. Aber da werden sie wahrscheinlich auch irgendwie eine Lösung finden, indem sie sagen, ja, ihr dürft erstmal nur 2000 Euro von der Bank abheben und das in einen digitalen Euro wechseln. Andere Frage ist natürlich,
ähnlich wie Oma Müller und technisch nicht so versierte Menschen mit einer Wallet, mit virtuellem Geld und so weiter umgehen. Aber ich kann nur hoffen und beten, dass das alles so schnell nicht kommt und dass auch in der sogenannten Qualitätspresse einmal die ganzen Konsequenzen eines digitalen Euro in aller Öffentlichkeit ausgebreitet werden und nicht nur dieser ganze Blödsinn von, ja, Bargeld kann man ja auch anonym benutzen und so weiter, wie der WDR ja letztens berichtet hat, als Nachteil für Bargeld. Also, dass dieser ganze Schwachsinn mal gestrichen wird und man sich wirklich mit den Konsequenzen der Einführung eines digitalen Euro auseinandersetzt. Und das ist negativ. Es ist negativ für unser Leben. Es ist negativ für unsere Freiheit. Es öffnet Tür und Tor für Beschränkungen, für Gängelungen, für Drangsalierungen, für Schikanierungen, so ähnlich wie wir es in China haben. Aber wahrscheinlich werden wir daran nicht vorbeikommen. In China wurden ja in einzelnen Provinzen bereits die digitale Währung eingeführt. Und da haben sie es so gemacht, dass man also zum Beispiel staatliche Stellen nur noch mit digitalen Yuan oder wie das heißt, Renminbi, bezahlen kann. Also so wird es wahrscheinlich dann hier auch sein. Also Probleme über Probleme, über die sich die Experten im Politbüro in Brüssel noch gar keine Gedanken gemacht haben. Und ich frage mich überhaupt, ich lasse mir doch von Brüssel oder von der EU nicht vorschreiben, mit welcher, was für Geld ich nehme, ja? Digitaler Euro oder Bargeld. Ich lasse mir doch von denen nicht erzählen, du darfst jetzt nur noch mit digitalem Euro zahlen. Und wenn sie das so machen wollen, können sie auch sagen, okay, wir stimmen darüber ab, ob wir es so oder so wollen. Das machen sie natürlich nicht. Und das ist der erste Punkt und gravierendste Punkt, warum der digitale Euro in den kompletten Abgrund führt. Abgrund, das heißt also, dass wir unsere Freiheit wahrscheinlich danach begraben können, dass wir nur noch Kontingente bekommen, zweimal im Jahr in Urlaub zu fahren oder einmal im Jahr nach Amerika zu fliegen oder dass uns von den Grünen das Fleischessen verboten wird, dass wir Fleischkontingente bekommen und. Also ihr könnt euch das selber ausmalen, was das bedeutet, wenn wir mit einer Währung digital überwacht werden. Und nochmal, der Staat hat völlige Kontrolle, wer den Euro hat und an wen er ihn weitergegeben hat und was damit gemacht wurde in Geschäften und so weiter und so fort. Was das bedeutet, das könnt ihr euch alle selber ausmalen und ich kann euch sagen, das wird eine schöne neue Welt, die so noch nicht mal bei George Orwell beschrieben wurde, denn dafür fehlte ihm die Fantasie, aber in Brüssel ist sie offenbar vorhanden. Schöne neue Welt, willkommen im Überwachungsstaat via digitalen Euro. Folgt mir auf Telegram, MM News offiziell, dort immer aktuell informiert zu dem Neuesten aus Wirtschaft und Politik und ebenfalls unter diesem Tube der Link zu dem Artikel Handelsblatt, dass die EU den digitalen Euro jetzt einführen will. Handelsblatt berichtet darüber erst am Freitag.